Ich wünsche euch einen fantastabulösen guten Tag und willkommen zu Kimulator. Das Spiel sah auf Steam extrem scheiße aus und deswegen dachte ich, das muss ich einfach spielen. Okay. Wir starten gleich mit einem Was ist das? You will soon be playing Kimulator Fight for Destiny, but before that you need to know the base of the game. Example, you can press escape at any moment to save the game. Go to the save button. And then choose a save and placement. And if you want to load the save, press escape, load, and take your save file. After that, remember to start with the story mode, or if you are new to FPS genre, try the practice mode. All the other doors are bonus mode. Just have fun, and see you later. Rawr. Ich dachte ja, das Spiel wird scheiße, aber dass es so scheiße wird. Okay. Das sieht ja richtig schön aus. Was? Leute, ich hab... Das Spiel hat Geld gekostet. Aber hier ist nix. Halt die Fresse! Was ist das? Das ist die Spielmusik. Es ist eine wirklich schöne Spielmusik. Gibt's ja auch irgendwie noch ein Ziel? Geil. Das Spiel ist abgekackt. Geil. Das andere war scheinbar einfach nur so ein Übungsmodus und nicht der Story-Modus. Ich bin mal gespannt auf den Story-Modus. Jetzt darf ich wieder eine Minute warten oder so, weil ich warte in diesem Spiel ja sowieso noch nicht genug. I don't have bicycle. Das ist so unlustige Cringe-Kacke. Your mission is to kick the ass of King Jong-un. If you fail, I will personally kill your dad. Did you understand me, soldier? No. Hello? Hi, it's your dad. Say yes or he'll kill me. I accept, but I will need some help. I can't believe you're such a wimp. I know somebody who can help you. It's me again. It looks like you're gonna try to kill our beloved leader. I will help you, but in exchange, you will give me the control of North Korea. Is that okay? This is a great deal. Thank Jesus. No problem, mate. Wo war das ein Teleport? Der steht genau da wo. Or I will go kill your little puppy with my own hands. No, not my little puppy. Yes, your little puppy. Anyway, your dog is not our preoccupation. We need to find Kim. Do you see the big building? Find a way to enter it. Ich weine. Ich habe Geld für dieses Spiel bezahlt. Gut, es war nicht viel Geld, es waren nur ein paar Cent im Steam Sale, aber trotzdem, das hat Geld gekostet. Es ist so furchtbar scheiße. Wieso existiert es? Die Map sieht wunderschön aus. Und leer. Ich hoffe, gleich kommt nicht wieder diese Spielmusik, die daraus besteht, dass mir so ein Kleinkind ins Ohr schreit. Habt ihr das gesehen? Der hat irgendwo hingeschossen, wo ich überhaupt nicht stand und hat mich irgendwie trotzdem getroffen. Was ist das für eine Kacke? Wow, sieht das gut aus. Es sieht alles gut aus. Es sieht aus wie in Nordkorea. Ich fühle mich richtig involviert in dieses Spiel.
voll in die Eier. Kann ich nicht einfach durchrennen? Die treffen mich gar nicht, haha. Ich hab's geschafft. Bestes Ego-Shooter-Spiel 2016. Oder 2017, ich weiß gar nicht, wann's rauskam. I need to find the ammunition station. Do the reception. Ich verstehe dich nicht. Gott, ist das scheiße. Man hat da direkt daneben die Tür gesehen und hat gesehen, wie er einfach vom Boden hochgekrochen ist und überhaupt nicht die Wand hochgekrochen ist, sondern einfach nur aufgestanden ist. Stop! What are you doing in North Korea? I'm a tourist. Why do you have a stupid outfit? Because it's design. American are so weird. Come with me. Okay. Let's go. Go, 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 go. Leader, I am pretty sure he is a spy firm. Yes, I won't be able to have a message. Do you understand? We give me so much money for him. But we have a small problem. He is not from the United States. Oh, I see. He's from Japan. That's not a problem. They will give me money too. No, look. Leute, da unterhält sich gerade jemand mit sich selber. Das ist so unglaublich unlustig und scheiße. Fresh Canadian. No! Finding a plane and send him to Canada as soon as possible. Yes, leader. Ich will einfach nur sterben. Wie peinlich ist es denn, dass man über seine eigenen Scheißwitze lacht? Ich meine, das hätte man doch nochmal filmen können, aber nein, das wäre zu aufwendig gewesen. Have you killed Kim Jong-un? Do I really need to kill your dad and your dog? You don't need to do that, but I don't have Kim Jong-un. That's okay, but listen carefully, soldier. If you disappoint me one more time, all your family is gonna die. All of them. Got it? No, you wouldn't do that. Oh, you can trust me. I will definitely do that if you fail your mission. Now you find a way to get back into that North Korean base and you kill him. Oh, tabarnak, pourquoi encore cette merde? Chier. Ever mute? Hat da gerade der Typ hinter der Kamera mit dem Darsteller geredet und das ist einfach so da drin? Oh. Mir wird so schlecht gerade. Mir wird so... Oh. Leute, das ist... Bei Steam wird das als Spiel verkauft. Bis jetzt habe ich einmal ganz kurz was gemacht. Ich bin zu einem Gebäude hingerannt. Das soll ein Ego-Shooter sein. Das ist scheiße, ist das. Scheiße! Oh, diese Windgeräusche, so professionell. It's me. Who are you? I'm Jesus. Prepare yourself to die, like your dad did in 2011. Jesus! You have killed my dad! You will die for that! I will help the Canadian to take over North Korea. Mwahahahaha! Why? Als ob die echt diesen Jesus-Typen dafür bezahlt haben, sowas unlustig Scheißiges da einzusprechen. Töte Kim Jong-un. Hallo? Alter!
Ganz ehrlich, wenn jemand mit einer Schrotflinte zu euch kommt und euch 80 Mal in den Sack schießt, dann seid ihr tot. Sollst du Kim Jong-un sein? Das ist einfach nur irgendein Asiate. Das so... Oh Gott, das sah nicht mal ansatzweise aus wie Kim Jong-un. Leute, ich habe hier erwartet, dass das Spiel scheiße wird, aber... Das ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Das verdient den Titel Spiel nicht. What the will you doing now? What the will you doing now? Boah, passen die Flip... Die Lippenbewegung passen so gut zu dem, was er sagt. For fun, because I am the commander, and I do what I want to do. Don't take it personal. No, you didn't really do that. I will kill you, Nick. I will shoot you a bullet in the head in 3 seconds. 1, 2, 3. Finde den Fehler. Er sagt, ich schieße dir gleich in den Kopf. 3, 2, 1, Peng, und er greift sich an die Brust. Ich hab meinen Kopf nicht in der Titte. The best game in the universe? Deine Mutter ist das beste Game im Universe. Alter, das hat Geld gekostet. Ich will's nur nochmal betonen, das hat Geld gekostet. Das war das größte Stück Scheiße, was ich je gesehen habe. Und dann steht da so eine Scheiße wie, wir hatten immer einen Traum, ein Spiel auf Steam zu haben. Die Leute meinten, wir würden scheitern. Aber wir haben unseren Traum erfüllt. Deswegen, glaubt immer an eure Träume und lasst euch von anderen nichts sagen. Euer Traum ist scheiße. Ihr habt ein Spiel auf Steam, ja. Die haben sogar mehrere Spiele auf Steam, nur mal so nebenbei. Aber die sind scheiße. Blue Outtakes? Es gibt Outtakes zu einem Spiel, was so aussieht, als hätte man nichts rausgeschnitten. Ich meine, das ganze Spiel war ein einziger Outtake. Wie kann man da noch Outtakes zeigen? Das ganze, ich meine, solche Szenen waren original im Spiel drin. Solche scheiß verkackten Szenen sind einfach drin gelassen worden. Die packen jetzt einfach nur alle Szenen aus dem Spiel nochmal da rein. Ganz ruhig. Mir geht es gut. Ich trage keine Wut in mir. Ich werde nichts gegen meinen Fernseher schmeißen. Alles ist gut. Das Spiel ist gar nicht so kacke. Doch, es ist kacke. Oh, da hat man die Tür gesehen, das müssen wir rausschneiden, aber wir nehmen genau so einen Take, wo man die Tür auch sieht, auch mit da rein. Jetzt ist es offiziell. Das Spiel hat mehr Outtakes als Gameplay. Passiert jetzt noch was oder darf ich mir jetzt einen schwarzen Bildschirm angucken und dabei spielt irgendeine Metal-Musik, von der ich nicht mal weiß, ob die urheberrechtlich geschützt ist? Es passiert nichts mehr. Ist das Spiel zu Ende?